Hallo, willkommen auf unserem schönen kleinen Floß bei den Death Dogs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind in der letzten Folge angefangen und unser Floß ist schon gewachsen. Wir haben uns als großartiges kommunistisches Team erwiesen. Ich bin der Captain. Das haben wir, mehr oder weniger habe ich das mir erjammert. Und jetzt sind wir hier an dieser Insel angelandet und ich möchte gerne diesen Hai töten, damit wir gleich alles von der Insel looten können. Was zu looten gibt. Dafür der Haiköder, dann landet der, dann frisst der Hai den Haiköder und ich kann mir gleich, das ist mein Plan, einen besseren Speer bauen, um noch besser Haie zu töten. Du Denn Mörder Mörder. bin ich und Haie töten will ich. Nein, bis zum reimt sich nicht. Du bist ein richtiger Mörder, Dr. Matter. Ja, apropos Mörder, ich darf vorstellen, Dr. Nutella an meiner Seite. Oh. Herzlich willkommen. Und Dr. Speedy ist auch mit dabei. Hallo. Ja, Leute, Ja, dann. ich merke gerade, ich brauche ganz Ja, viel ist er. Essen und ganz viel Trinken. Ich kann mal schauen, was ich so in meinem Ich habe noch. Kühltäschchen dabei hätte. Ich habe noch vier Du hast ein gebratene Fische. Kühltäschchen Ja. dabei. Oh Ja, ja. das trage ich immer an meiner Seite. Großartig, großartig. Du bist echt eine Bereicherung für diese Crew. Absolut. Damit wir auch ja nie leer ausgehen. Wo ist er denn? Tötet Wo ist er ihn! denn? Tötet Wo ist er ihn! denn? Hinterher tötet Er ihn! ist tot! Ja, er ist Okay, tot. Der Hai ist ich tot. gehe sofort runter. Yay. Ich brauche sofort Kletterpflanzenglibber. Und Ich habe dafür was müssen wir gefunden. erstmal Seetang. Seetang. Ich brauche Eisen. Nein, ich brauche Sand Ton. und Ton. Ton. Ja, Ton. Ton und das andere, Ich dieses habe andere Ding. Kupfer gefunden, Metallerz. Aber wir Gott. brauchen natürlich ganz viel Sand Ja. Und und Ton. Ton, Für um die Beton. Öfen bauen. Achso, uns wurde im Chat ein Rätsel gemacht. Ich wandel mit dir Tag und Nacht. Ist Den das Rätsel Mondschein so auf schwer leisem da gemeint? Schleich. Sacht bald vor dir her, bald hinten rein, hinab ins Tal, hinan den Berg, bald wie ein Ries, bald wie ein Zwerg. Was bin ich? Ja, ich würde sagen, irgendwas hat das, glaube ich, mit der Sonne zu tun. Lichtschein oder Sonne? Auf leisen Licht Sohlen. und ja Oder ist es die klar, Zeit wieder? Was mal wegen wieder mit der Licht. Zeit zu tun? Wegen Licht. Ja, Hat mich wahrscheinlich. Das tatsächlich auf Schatten, das ne? Erstes Rätsel Schatten. er ist der Schatten. konzentrieren. Absolut, Schatten. Sehr gut. Man merkt, Sie waren an der Dr. Nutella Schule für Hochbegabten. Der Nutella-Schule vorbei. Ich bin da. Loot, loot, loot. Tut dem Matter gut. Und was Spruch hast du noch richtig? vorbereitet? Alles denn richtig, Ich hab, ja. Mark. Ich hoffe, der Hai, der kommt jetzt gleich wieder. Ich Der hat habe jetzt. gut was gesammelt bei Ey, ich meinem. habe den Haikopf ins Wasser geschmissen. Wenn der Hai kommt, dann sieht er den Wieso? Haikopf. Wieso? Ich Muss glaube. aufziehen, muss ihn provozieren. Ja, Komm dann ich immer. habe ihn ins Wasser geschmissen und dann Ja, in aber der er treibt Hoffnung, dass da er nicht sich sehr. erschreckt. Freut drüber. Aber er treibt doch dann weg. Weißt du? So. Der Haikopf Nein. treibt weg. Dann sieht er den nicht mehr. Ist richtig, hat er geschrieben. Nee, und wenn du ihn aufhast, dann wird er richtig wütend und verpisst sich dann, weil er dann keine Lust hat, auch getötet zu werden. So, warte mal, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt einen Haken, neuer. Ich habe Habt auch ihr Ton Kunststoff. gefunden? Ich habe voll viel Sand gefunden, aber keinen Ton. Ich hab Ich Ton habe. und Ich zwar fünf Stück. habe drei Ton. Anton. Aber hier habe ich noch mehr Ton. Ich habe Hat hier auch noch jemand Ton gefunden. Plastik? Ich brauche Plastik. Ich habe keinen Haken mehr. Ich habe 20 Plastik gerade dabei. Bist du im Braucht man denn Wasser? für einen Haken? Nö. Ich bin auf dem Braucht man Raft. wieder einen Haken? Braucht man wieder einen Ich bin im Wasser. Haken? Ah, okay. Ich möchte die Zeit schnell nutzen. Wenn du hier hinkommst, dann kann ich hier gerne ein. Wenn ich dich finde. Es gibt hier Kann viele gleich mal coole kurz Rätsel. mit meinem Hintern aus dem Wasser strecken. Dann siehst du den vielleicht. Ah, Mata ist hier auch bei mir in Ja. der Nähe. Na klar. Wo soll ich denn sonst sein? Ah, hallo, da ist jemand. So, dann müssen wir einen Hier ist noch Haken ganz viel basteln Ton. und da. Habe ich ihn jetzt rausgeworfen? Vielen Dank. Gerne, gerne.
Oh. Ui. So viel Zeug. So viel Ja, Zeug und so wenig Zeit. Oh, Metall jetzt geil. Das brauche Die erste ein Buchstabe im Alphabet, die zweite als Waffe bei Tieren. Ihr ja, ich habe es auch seht, schon gelesen, das aber ich Ganze konnte als nichts sagen. Baum an der Straße oft steht. Ein Schild. Warte mal, kurz überlegen. Die erste ein Buchstabe im Alphabet, zweite als Waffe bei Tieren. Ihr seht. Das Sich Ganze als gerade Baum. drehen zu Der überleben. Hai ist am Floß. Ah, sehr gut. Er isst gerade diesen Köder. Ich hoffe, er kommt nicht zu mir, weil ich habe hier noch ein bisschen was, was ich gerne einsammeln würde. Ja, ich habe hier auch gerade noch ein bisschen Ton gefunden, muss aber gerade einmal auftauchen. Der ist gleich fertig mit Essen. Was könnte denn der sein? Irgendwas mit. Hier ist halt noch wirklich viel, was ich nicht hier liegen lassen möchte. Ja, ich habe auch Aber ein ich bisschen denke was. mal, Oh mein Gott, der früher Hai. oder später. Der Hai hat Ne? mich Bin ich gerade. angeknabbert. Ah, der ist hier. Okay. Hat er dich auch Keine Ahnung, angeknabbert? Marc, was du meinst. Hier noch. Ja, lieber Hai. Wir werden, glaube ich, in diesem Leben keine Freunde mehr. Wieso denn nicht? Er ist mein bester Freund. Ist auch mein bester Freund. Er hat mich zum Fressen gern. Ja, mich auch. Guck mal, Ja, der hat mich ich hab's angeknabbert. gesehen. Ich hab's gesehen. Es war schön, wie ihr da beide im Wasser tanzt. Super, So, ne? Anker lichten oder was? Bist Ihr du denn? räudigen Landratten. Oh, Entschuldigung, das ist mir so ausgerutscht. Da Und war ich er ja, ich habe ihn möchte mich gesehen. auch schon mal für die Zukunft entschuldigen. Ich habe ihn Bürger gestreichelt und da war da. Ich licht ab jetzt einfach den Anker gelichtet. Ich glaube, das war okay, ne? Ja. Okay. Ja, und wir müssen auch das, ja, das Segel öffnen. Kurs Ja, korrigieren. bitte Ich habe Kurs was auf die zum Strömung Erforschen. nehmen. So, erforschen wir mal diese Riesen. Hoppala. Wie kann ich da forschen? Ich will auch erforschen. Jetzt kannst du dran, aber ich Ich glaube, wir möchte haben auch was aktuell forschen. Wir dann beide noch haben nichts Neues. Ich den. mache mal diese nassen Ziegel, zumindest Ja, so sehr viele, wie gut. ich Absolut, machen da bin kann. ich dabei. Drei Stück kann ich. Und ich kann hier bauen. Ist ja kein Wettbewerb, ne? Aber wenn es einer wäre, hätte ich gewonnen. Ist hier kein Wettbewerb, ich kann einen herstellen. Ich hätte noch einen Schub im Angebot. Zählt das auch? Stell ich neben das Bett, da kann ein Blümchen rein. Wunderprächtig. Nein, oder? Ja, kann auch ein Blümchen. Kann aber auch Kartoffeln rein. Oh, Ich ich glaube, wir brauche fahren apropos gegen Kartoffeln. Wind. Pack mal hier Apropos Planken Kartoffeln. wieder rein, ne? Hat jemand. Ah, nee, hat sie erledigt. Okay, Was war denn? okay. Wie sich Probleme einfach in Luft Das ist auflösen. Immer toll. wieder herrlich. Großartig, ey. Ich liebe es. Wir fahren gegen Wind, ne? Nur mal so zur Info. Ja, wir fahren auch wieder gegen die Strömung. Also wenn wir das Segel einholen, dann treiben wir mit der Strömung. Und dann, oh, ein Fähnchen. Oh Mann, bin ich leicht abzulenken. Marc, Und dann. welcher ist der erste Buchstabe im Alphabet? Z. Ah, A. Hirsch, ganz klar, bayerisch, Hirsch? bayerisches Tier mit A, Hirsch. Und mit Aha. Z, Ah, Hirsch, Vorhirsch, ja. Vorhirsch. Oh, das Essen ist fertig. Hat jemand noch was für den Grill? Ja, ich habe noch zwei High Steaks. Köstliche High Steaks. Umbeere. Ich glaube, die schmecken sehr gut. Okay. Tische? Man kann jetzt Tische herstellen. Was bringen die? Einfach Deko. Sind einfach Tische. Ja, genau, einfach Tische. Okay. Da vorne ist ja eine Raft. Da vorne ist ja eine Insel. Vielleicht waren wir da noch nicht. Es ist nicht das, wonach das. Ey, wie ist mein Speer kaputt gegangen? Der ist an Also ihrem Dickschädel bei kaputt mir stichst gegangen. du durch. Du könntest den Hai attackieren. Mein Speer ist kaputt. Ich kann nichts machen. Oh, jetzt bin ich mit ins Wasser gefallen. Ich Dann wollte machen wir einfach es so. nur mit Haien schwimmen. Habe ich noch nie gemacht.
Ich habe gehört, es ist sehr aufregend. Welche Waffe haben viele Tieren an sich? Jetzt sind sie verwirrt. Die bei Tieren sehen. Ja, Klauen, Zähne, ne? Ja, aber welche Waffen haben viele Tieren an sich? Ich stelle mir gerade so eine Schrotflinte vor mit einem Hasen oder so. Okay. Ja, okay. Ja, die Schrotflinte ich fürchte, trägt halt. Noch einen Tipp. Die Schrotflinte, die trägt halt gerade einen Hase. So stelle ich mir das gerade vor. Als Waffe. Ja. Okay. Sagen so Rätsel, so alleine vom Zuhören kann ich mir nicht merken, was alles da gesagt wird. Ich bin auch irgendwie, also nimmst du nicht übel, ich bin auch irgendwie mehr in dem Game gerade als in dem Rätsel. Aber gib uns doch mal einen Tipp. Einen Tipp. Das Volk begehrt nach einem Tipp. Möchte die Futterversorgung natürlich auch. Ich versuche dir gerade beim Rätsel zu helfen. Früher wurde aus dieser Waffe auch häufig getrunken. Ein Horn. Ein Horn? Hier sind Schildkröten. Leute, guck mal, Schildkröten. Tortäuse. Ein Horn. Kann man die umbringen? Kann man die essen? Ist das jetzt eine seltsame Frage? Aber ja, versuch's mal. Mein Schwert ist leider kaputt. Ich reite auf dem Hai. Nein, Horn ist richtig und ein Teil der Lösung. Ahorn. Ein Horn. Ja, Ahorn. Ahornsirup. Gibt es eigentlich auch Behornsirup? Bestimmt. Noch nie was von gehört. Und wenn... Aber ich muss sagen, auch Ahornsirup ist nicht mein Fall. Ja, muss man mögen, ne? Das stimmt, muss man mögen. Ja, das wird echt nicht ganz so gut. Ich habe es zwar mal ausprobiert, aber ich sag mal, man kann es natürlich gerne über seine Pancakes, Pfannkuchen oder sonst was schütten, aber so wie man das auch sieht, also in der Menge ist mir das auch too much. Ja, so dezent, ne? Ja, also. Aber das ist auch so, das ist auch, finde ich, sehr typisch für die Küche. Ahorn ist richtig, aber da fehlt noch was. Ja. Nein, Horn ist richtig. Aber da fehlt noch was. Nee, da geschrieben, Ahorn ist richtig, aber da fehlt noch was. Er gesagt, Ahorn. Hey, Nika, schön, dass du im Chat bist. Er hat geschrieben, das steht als Baum. Was? Das steht als Baum an der Straße oft seht. Was? Das Ganze. Ah, ich bin. Siehst du, Dr. Matta, je mehr ich lese, umso schlechter werde ich. Absolut. Das ist Habe ich selbst mal gesagt. Phänomen. Ich würde gerne eine Studie über sie veröffentlichen, wenn ich da. Die Lotus Lesus Nixus Studie. Ich hätte immer wieder ganz viel Futter im Angebot. Falls ich etwas mag benötigt wird. It's Food Time. Ich habe mein Kühltäschchen natürlich mal wieder dabei. Also wer kümmert sich ja eigentlich so cool ums Wasser? Oder machen wir das einfach alle? Weil ich stimmt, mir fällt gerade auf. Also ich trinke was und dann tue ich wieder auffüllen. Ja, okay. Dann mache ich das auch. Ja, das finde ich eine sehr erfolgreich. Ich würde mal einen nassen Ziegel erforschen. Wollt ihr noch mal tauchen? An einer einen Insel? Trockenen Ziegel. Schmelze. Ja, würde ich tatsächlich gerne machen. Ich werde jetzt mal erstmal die Schmelze fertigstellen. Ich habe noch zwei Planken. Wir brauchen noch 6 Trockenziegeln. Schrott brauchen wir noch 2. Ich dachte, wir stellen das direkt hier so neben das Bett. Das ist korrekt. Ich spiele mit Dr. Nutella. Du kannst. Hallo, wer ist du das? Du kannst über mein Profil kannst du auch Dr. Nutella finden. Ich habe ihn auch hier bei Twitch verlinkt. Oder aber über meinen YouTube-Kanal. Kannst du dir auch Dr. Nutella sich dann gucken. Ich muss sagen, eine Sache fehlt mir auf dem Rap. Welche? War ein WC. Wird überbewertet. Guck dich um. Link um uns herum ist dein WC. Ja. Ja, ich bin ja nicht so ein harter Kerl wie ihr. Harter Kerl, ja. Aber wenn du sagst. Schaffen wir jetzt noch zur Insel? Immer. Werde ich schon wieder, das Segel eingeholt? Ich habe es extra gestellt, um zur Insel zu kommen. Ich war es hoffentlich nicht, ich weiß es aber nicht.
Ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ja, toll, jetzt packen wir es immer hin, weil jetzt haben wir Gegenwind. So, dann kann man gleich. Ich muss wirklich mein Zeugs mal loswerden. Möchte jemand 20 Planken haben? Pass auf, ich habe eine bessere Idee, als einfach das Zeug Wildfremden zu geben. Willst du sagen, es ist dann nicht in guten Händen, oder wie? Also, ich lasse es mich so damit beantworten, was ich Dr. Nutella sagen wollte. Dr. Nutella, hast du mal eine Sekunde? Ja. Kommst du mal kurz mit? Gleich. Okay, aber ich muss unbedingt gleich mit dir reden. Ich will Metall erforschen, warum geht das nicht? Du kannst Metall nicht erforschen, nur den Metallbarren. Meine ich ja. Vielleicht wurde er schon erforscht. Habe ich jetzt erforscht. Lernen, lernen, lernen. Jetzt hat er es gelernt. Als nächstes müssen wir ein Scharnier und einen Bolzen fertigstellen. Dr. Nutella, kann ich kurz mit Ihnen reden? Wir hätten aber auch jetzt Seetang einfüllen können, da hätten wir schon mal dann irgendwann Plastikflaschen machen können. Dr. Nutella? Ja? Kann ich kurz mit Ihnen reden? Ja. Kommen Sie bitte einmal kurz hier hin. Ja. Dr. Nutella, wissen Sie noch... Über die Planke! Wissen Sie noch, damals, als Sie gefragt haben, wer das Segel immer wieder runter... lässt. Ja, das sind Sie, ne? Das war ich, ja. Runter vom Raft! Ich wusste, Sie würden es verstehen. Über die Planke! Ich wusste, Sie würden es verstehen. Okay. Leute, wir haben hier schon, steuern hier gerade die zweite Insel an und haben noch immer noch nicht unendlich viele Netze. Wie kann denn das hier sein? Hattest du jetzt hier gerade super viele Planken und Palmwedel und so, das brauche ich jetzt. Gebt mir eure, alle, die ihr mühselig und beladen seid, gebt mir eure Planken, sodass ich... Ja, ich gebe dir meine Planken. Ich würde dir auch die Hälfte meiner Blätter geben. Hau die Planken raus. Muss mir nämlich gleich noch ein bisschen... Hau die Planken raus. Es ist übrigens der Ahornbaum, ne? Ach so, also tatsächlich ein Baum. Ja. Okay. Ahornbaum? Ahornbaum. Das war das Rätsel? Ja. Okay. Okay, eine Sekunde. Danke, Nika. Nika wünscht uns allen viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Achso. Yay. Ich habe übrigens die Antenne, den Empfänger kann ich übrigens bauen. Okay. Ich habe so einen Bauplan gefunden. Noch einen Fisch und noch eine Rübe. Haben wir eigentlich einen Anker? Natürlich nicht. Ich konzentriere mich halt gerade auf die... Ich gehe mal an Land. Ach, dafür muss ich erstmal wieder angeln, ne? Fällt mir gerade auf. Oder ist es für den Haiköder? Bauen? Mit Steinen oder so. Ja, aber Stein, wo ist der so. Anker? Ich brauche noch vier Steine. Noch zwei Palmblätter? Ich habe noch vier Steine. Ach, da sind Palmblätter. Ich gehe mal... Schwimm den mal hinterher. Leute, ich... Ja, warte mal, halt mal kurz das Raft an. Ich komme. Ja, ich weiß nicht wie. Ohne Anker. Komm mal her. Ich hab Steine. Was braucht man für den Anker? Ich baue jetzt ein. Okay. Anker ist dort. Schnell. Anker. Aufnehmen. Und einschmeißen. Ein Mangobaum. Yay, Mangobaum. Oh, ein Fass. Das ist aber kein Ahornbaum. So. Haben Sie noch zwei gelötet, damit wir einen Haiköder bauen können? Ich mach mal gerade, was mein nächster Wurf mir so einholt. Ich würde nämlich gerne einen besseren Speer bauen. Ich hätte tatsächlich nur einen rohen Hering. Braucht man einen dafür? Nee, zwei mindestens. Zebra, ich hab zwei rohe Heringe. Ich weiß noch nicht, ob es mit Heringen geht. Ja, es geht mit zwei demselben oder einem Rohbarsch und einem anderen. Ja, hier sind zwei Heringe auf dem Boden. Köstlich. Die werde ich gleich... Nein, Moment, ich wollte was anderes sagen. Ich bin... Der Hai! Oh, nee, ich werde mich erstmal um den Hai hier kümmern. Ach, jetzt
Das ist wirklich weggeknabbert. Hier ist eine Ananas. Yay, Ananas. Ich brauche unbedingt... Was brauche ich denn? Ich bin jetzt in 2 Minuten wieder da. Okay. Alles klar. 2 Minuten ist eine klare Ansage. Ja, Samen aus. Ach, Federn brauchen wir. Haben wir jetzt schon so ein Nest gebaut, Leute? Ein Vogel, ne? Vogelnest. Ach, ich brauche Planken und Palmenfeder. Ich hab 45 Palmenblätter. Oh ja, geil. Ich habe hier eine zweite Truhe gebaut. Melone. Wassermelone. Und ich brauche auf jeden Fall, ich will ja diesen Haiköder hier bauen. Ach, auf einmal. Gut, da kommt mir ja doch ganz schön hier, auf einmal bin ich hier ganz schön im Stress, muss ich gerade mal sagen. So. Wie kann das nur sein? Ich weiß nicht. Ich brauche Urlaub. Ich glaube, ich mache eine Kreuzfahrt. So, da bin okay. Ich wieder. Das waren keine 2 Minuten. Geh bitte nochmal weg. Okay, ich drehe wieder um. Okay. Wo ist denn eigentlich unser werter Kollege Dr. Niklas? Schaut auch nur zu, wenn wir Red Dead zocken. Ja, anscheinend. Unser treuer Kollege, der Dr. Haribo ist da. Ja, ich nenne den jetzt Haribo, den Hai. Ah, Haribo der Hai. Finde ich gut. Haribo jetzt. Okay. Dann ist es jetzt. Ja, ich meine, wir haben ja auch schon einen Hai getötet. Tötet ihn! Er frisst unseren Fisch! Ich erforsche mal gerade ganz viele Dinge. Ja, bitte auch ganz dringend. Wir brauchen hier den. Wie heißt dieses Gerät? Wir brauchen ein Vogelnest. Wir brauchen das. Planken und. Achso, du hast Palmwedel besorgt, ne? Doktor. Ja. Wenn ihr die Truhe zu macht, kann ich welche einfügen. Ja. Ich müsste irgendwo mal mein Zeugs abladen. Ich habe nämlich viel zu viel und kann deswegen auch gleich nicht untertauchen. Ich weiß nur nicht, wohin damit. Bau doch noch eine Kiste, wenn du kannst. Eimer? Was brauchen wir, einen Eimer? Was bringt das? Ein Eimer, also da können wir Milch mitsammeln später. Und ja. Milch ist lecker, wie wir alle wissen. Und nahrhaft. Wird jetzt hier Palmwedel hingelegt? Sehr gut, die brauche ich nämlich dringend. Um hier Schritt für Schritt, ach, Planken brauche ich auch dringendst, um hier Schritt für Schritt. Meine Planken habe ich tatsächlich in die Kiste gepackt. Jetzt müssen wir. Fluch der Hai! Schwinde! Aber wir haben eben beide einen Stich. Oh, ich brauche unbedingt was zu essen, Leute. Ich kann dir auch gerne was geben. Hier. Ja. Hat jemand einen Metallbarren? Ich möchte auch gleich einen Metallbarren gerne haben. Ich wollte jetzt eigentlich eine große Anbaufläche bauen. Ich würde gerne einen besseren Speer bauen. Okay, wir müssen anscheinend. Unsere kommunistische Kommune stößt an ihre Grenzen. Wir haben einen Zwist. Wir müssen die Ressourcen irgendwie einsetzen. Rohstoff haben wir noch genug da, also. Wo packe ich denn jetzt? Mensch, Haribo, bist du das wieder? Ja, Haribo war wieder da. Ach, ich kann hier meine Sachen rein. Das ist doch wundervoll. Ach, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich ihn erwischt habe, aber... Hat jemand Nägel? Ich könnte Nägel bauen, theoretisch. Warum wollen Sie denn eine große Anbaufläche bauen? Um Bäume zu pflanzen, falls uns mal Planken ausgehen. So, ich möchte auf jeden Fall einen besseren Speer haben. Das möchte ich. Ich gehe jetzt eine Runde tauchen. Wie viel Eisen brauchen wir? Warte erstmal, bis der Hai. Weil mit so einem besseren Speer können wir den Hai viel schneller töten. Ja, das ist richtig. Deswegen finde ich. Ich brauche nur noch 3 Nägel, da kann ich jetzt einen Anbau bauen. Ich gehe mal auf die Insel drauf und auf der anderen Seite unter Wasser, weil dann dürfte der Hai. Ich lege ihre Nägel hier rein. In die rechte Truhe, damit sie mich in Ruhe lassen und ich mir meinen Barren hier rausnehmen kann, damit ich gleich meinen Speer bauen kann. Kannst du machen, ich habe mir nämlich den ersten Barren schon rausgenommen. Okay. Es war demokratisch hast einfach. Immer wieder zuerst ja, geschlagen. Ne? Demokratisch einfach bestimmt. Okay. Oh, wundervoll, hast du das. Ja, wieder ein Erforschen. Sehr gut. Her damit. So.
Ich hole mal wieder ganz viel Seetang. Ich habe auch eben einmal Glibber. Oh, der Hai ist bei mir. Warum hat er mich gefunden? Ich habe Glibber erforscht schon, ne, übrigens. Den großen Speer? Jo, tatsächlich. Ach, ich brauche zwei Metallbarren. Ja, gut, dass ich die noch alles habe. Bitte jetzt die Metallbarren mir lassen. Ja. Ich brauche einen Blanken rein. Ich habe noch einen Rohstoff von Metallbarren. Ja, ich auch noch. Der Hai, der kommt hier hin und wir kriegen den jetzt. Wo ist er denn? Oh, mein Speer. Der ist bei euch gerade. Ja, ich habe ihn erwischt. Er kam jetzt, zu ihm. Ja, er hat mich gerade erwischt. Ich getötet? Hing da so ein bisschen fest. Bestie, ich glaube, ich habe ihn mal erwischt. Ich habe ihn auch noch zweimal gestochen. Lanzenstechen reiten hier. Okay. So. Ich mach jetzt einfach mal. Der kommt, glaube ich. Wen kommt dazu? Haben wir noch Platz irgendwo da? Mal anbauen eigentlich. Der kann sich nicht so ganz entscheiden. Er ist jetzt wieder bei euch. Wo bist du denn? Ah, da. Naja, er ist weg. Nicht während meiner Schicht. Damit ich den. Ich habe eine Glückskatze. Ich bring die mal zu Raft. Jawohl. Jetzt geht's bergauf. Eine Glückskatze? Ja. Kennst du nicht die magische Wirkung von Glückskatzen? Nö. Die stelle ich mal hier. Steine. Wir brauchen vier Steine. Voilà. Ich habe falsches Werkzeug ausgewählt. Wo ist der Hai? Da hinten. Wo ich denn jetzt? Ach so. Ja, der Hai soll mir nicht folgen unter Wasser hinten. Ich würde in Ruhe gerne. Wir brauchen, glaube ich, eine Muschel für irgendwas, ne? Was brauchen wir noch? Gleich mal gucken, ob ich eine Muschel finde. Ich habe hier eine Muschel, deswegen frage ich. Achso, eine Muschel habe ich erforscht und damit macht man, glaube ich, die Vogelnester. Ne? Ah, wir haben schon ein Vogelnest, also brauchen wir keine Muschel mehr. Aber unsere Zeit geht in dieser Folge wieder dem Ende zu. Ach, das ging mal wieder schnell. Liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei uns begleitet habt die letzte halbe Stunde auf unserem Raft. Schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, schaut in die Videobeschreibung von uns, da findet ihr die jeweils Sicht des anderen. Genau. Und Haribo. Genau. Gerne auch beide Kanäle supporten, liebe Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.